Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Stuntbang Ignition. Sie sind nicht mit einem gültigen Spielerprofil angemeldet. Nein. Mal schön anmelden mit Black Viper 2012. Eine Änderung bei. Ja, es tut sich gerade einiges, also hör mir genau zu. Ich weiß, das ist nur ein kurzer Werbespot, aber der Top-Regisseur Richard Langston ist am Set und er sucht nach einem Fahrer für seinen nächsten Film. Du kannst so deinen Fuß in die Tür kriegen, also versau es nicht. 3, 2, 1, Action! Fantastisch, Kleiner. Saubere Arbeit. Langston will dich und er fängt morgen mit dem Dreh an. Pack deine Sachen. Wir müssen den Flieger kriegen. Hallo, ich bin Richard Langston, Regisseur von Aftershock. Willkommen in British Columbia. Wir drehen hier einen Katastrophenfilm. Für dich gibt's also genug Arbeit. Pyrotechnik, brennende Gebäude, Lava, die vom Himmel regnen. Wart mal eine Sekunde, bitte. Langston hier. Kannst du eben mit ihm sprechen, Kate? Klar, kein Problem. Hi, Champ. Ich bin Kate Winthrop, erste Regieassistentin. Ich habe gehört, du arbeitest zum ersten Mal auf einem großen Set. Also erkläre ich dir mal alles. Wir werden dich in deinem Fahrzeug verkabeln und der Stuntkoordinator gibt dir alle Regiestunts durch, die du treffen musst, okay? Er wird sie dir auch auf deinem Hut mit gelben Stuntsymbolen markieren. Dabei sind Drifts, Sprünge, das Fahren durch Lücken und andere Manöver. Wir benutzen ein Punktesystem, um deine Läufe zu bewerten. Das tun alle Regisseure. Wenn du einen Regiestand verpasst, setzt es einen Strike. Bei 5 Strikes muss Richard neu drehen, was ihn nicht glücklich macht. Wenn du einen Lauf schaffst, sieht er sich deine Punkte an und gibt dir eine Szenenbewertung in Form von Sternen. Du kannst bis zu 5 Sterne verdienen, wenn du echt gut bist. Richard ist schon lange im Geschäft und wird respektiert. Tu, was er von dir will und du machst dir einen Namen. Sekunde mal, Richard, sonst noch was? Hab noch das Studio dran. War nett, dich kennenzulernen. Ich sehe dich am Set. So, Kleiner, bereiten wir dich mal auf diesen Filmjob vor. Als dein Stuntkoordinator ist das meine Aufgabe. Du wirst in Aftershock 4 verschiedene Fahrzeuge fahren. Einen R3000 Sportwagen, einen Geländewagen, eine Enduro und den Streifenwagen eines Feuerwehrmeisters. Jedes fährt sich anders und es kann eine Weile dauern, bis du dich daran gewöhnt hast. Die Sets sind groß und chaotisch, mit echten Explosionen, Projektilen und Lavaströmen. Meide die Lava, sonst steht die Produktion still, bis sie dich rausgezogen haben. Es gibt ein paar tolle Stunts, wie ein Rennen über brennende Hausdächer. Und im Finale wird die Stadt zerstört. Vor jeder Szene zeige ich dir die Schlüsselszenen und gebe dir Tipps. Also hör auf mich, dann passiert dir nichts. Okay. So, mit Aftershock geht's los, ne, mit Null. In deiner ersten Szene springst du für den Gammler der Stadt in seinem R3000 ein und fliehst vor dem Vulkanausbruch. Der Höhepunkt ist ein gewaltiger Sprung über einen brennenden Sattelschlepper. Du musst die Rampe gerade treffen, dann ist alles klar für den folgenden Stunt. Sobald... Laufen lassen, das ist unsere erste große Szene. Fangen wir den Film richtig an. 3, 2, 1. Fahr zwischen den Autos durch! Cut! Das ist ein kniffliger Dreh. Pass auf die Gefahrenstellen auf! Na ja. 3, 2, 1, Action! Fahr zwischen den Autos durch! Aber ich will etwas mehr Aufregung. Distanz 19.031, Teilbonus 1.000, Regiebonus 0, Treffenbonus 0, Punkte
40.031. Weiter. Ohne freigeschaltete Fahrbahnfassung. Weiter. Neue Szene. In Stuntman Ignition dreht sich alles um Stuntpunkte und die richtig großen Nummern machst du mit Stuntketten. Jeder erfolgreiche Stunt bringt Punkte und geht in die Stuntkette. Die Kette wird immer länger, wenn du innerhalb von 2 Sekunden nach einem Stunt den nächsten machst. So wird auch dein Multiplikator höher. So wird verkettet. Behalte deine Stunt-Anzeige oben links im Auge. Sie sagt dir, welchen Stunt du soeben ausgeführt hast und wie viel Zeit dir bleibt, bis die Kette reißt. Du brauchst den nächsten Stunt, bevor die Kette ausgeblendet wird. Wenn die Kette reißt, werden die Punkte zur Gesamtpunktzahl addiert. Welche Stunts setzen eine Kette fort? Jeder. Drifte, fahr knapp an irgendwas in der Szene vorbei, fahr durch ein Zeittor, mach einen Regiestunt, spring von einer Rampe ab. Freie Auswahl. Such dir was auf der Strecke, um die Kette fortzusetzen. Wenn du die 5 Sterne willst, die kriegst du nur über eine Kette. Das heißt, du musst eine ununterbrochene Kette von deinem ersten bis zum letzten Stunt halten. Wenn du den ganzen Level verkettest, bekommst du zunächst 0 Punkte. Proben. Weiter. Proben, die Szene verkettet, spielen. 2, 1. Fahr unter dem Sattelschirmer her. Drift nach links. Fahr knapp an den Kisten vorbei. Drift nach links. Fahr knapp vorbei. Drift nach links. Drift die Rampe. Nochmal spielen. Okay. 3, 2, 1. Action! Welche Aktion hat doch? Fahr unter dem Sattelschirmer her! Drift nach links! Fahr knapp an den Kisten vorbei! Drift nach links! Fahr knapp vorbei! Drift nach links! Drift die Rampe! Nett. 3, 2, 1. Action. Action. Fahr unter dem Sattelschirmer her. Drift nach links. Fahr knapp an den Kisten vorbei. Drift nach links. Fahr knapp vorbei. Nee, jetzt habe ich gerade aufgegessen. Start. 3, 2, 1. Action! Fahr unter dem Sattelschirmer her! Drift nach links! Fahr knapp an den Kisten! Oida. 3, 2, 1, Action! Fahr unter dem Sattelschirmer her! Drift nach links! Fahr knapp an den Kisten vorbei! Drift nach links! Ich muss die Scheibe jetzt lenken. Mann, ich raste aus. 3, 2, 1, Action. Fahr unter dem Sattelschirmer her. Drift nach links. Fahr knapp an den Kisten vorbei. Drift nach links. Fahr knapp vorbei. Drift nach links. Drift die Ampel. Wie lange noch? 3, 2, 1, Action! Fahr unter dem Sattelschirmer her! Fahr knapp an den Kisten vorbei! Drift nach links! Ich muss alles perfekt machen, ey, das ist so... 3, 2, 1, Action! Unter dem Sattelschirmer her! Drift nach links! Warum? Ich war doch... Mann! Fahr knapp vorbei!
trifft nach links. Trifft die Rampe. Wieder zu Weißblut, Mann. Fahr unter dem Sattelschlepper her. Drift nach links. Ja, immer diese Scheiße rot. 3, 2, 1, Action. Fahr unter dem Sattelschlepper her. Drift nach links. Fahr knapp. 3, 2, 1, Action! Fahr unter dem Sattelschlepper her! Drift nach links! Fahr knapp an den Kisten vorbei! Heute ist die letzte Szene vom Gammler dran. Beim Versuch, aus der Stadt zu flüchten, wird er von Lava angeschmort. Der Hauptstunt ist die pyrotechnische Salve. Wenn du über einen bestimmten Lavaspalt fährst, der auf deinem Hut markiert ist, drück die Aktionstaste, um den Wagen in Brand zu setzen. Es wird warm, aber der Kühlanzug schützt dich. Sobald du brennst, machst du einen Satz durch die Autowaschanlage, um das Feuer zu löschen. Dann geht's zum großen Finale. Achte auf die Lava. Pyrotechnik bereit, Statisten auf Position. Wir wollen die Leute in den Kinosesseln mal aufscheuchen. 3, 2, 1, Action! Drift das Objekt! Durch die Lücke! Drück die Aktionstaste! Cut! Du darfst nicht in die Lava geraten! 3, 2, 1, Action! Trifft das Objekt! Durch die Lücke! Drück die Aktionstaste! Trifft Wende nach rechts! Durch die Lücke! Ah, was ist das für eine Wurst? 2, 1, Aktionen. Dann krieg ich sie mal. Drück die Aktionstaste. Was ist denn die Aktionstaste? Können wir einfach den Buchstaben sagen? Y. 3, 2, 1, Action! Das Objekt. Cut! Zieht ihn aus der Lava, sofort! 3, 2, 1, Action! Trifft das Objekt! Durch die Lücke! Drück die Aktionstaste! Trifft Wende nach rechts! Durch die Lücke! Knapp am Auto vorbei! Trifft Wende nach links! Trifft Wende nach rechts! Spring über den Schutz! Cut! Das ist neu für dich, du bist bestimmt nervös. Entspann dich und triff einfach die Markierungen. Zwei, eins, Action! Trifft das Objekt! Ach, das Objekt treffen, ach so, dann sagt das. Durch die Lücke! Drück die Aktionstaste!
1, Action! Triff das Objekt! Durch die Lücke! Drück die Aktionstaste! Blitzwende nach rechts! Durch die Lücke! Das war's für diese Folge. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.